So, empört euch, wehrt euch, das war das Motiv zur Einstimmung. Ich begrüße alle, die noch heute Morgen gar nicht da waren, aus Stuttgart, wo immer hierher kommt, heute Abend um 18 Uhr, jetzt schon fast 30, zu dieser Kundgebung vorm DB Tower. Wir haben ja noch nicht genau gehört, was heute da besprochen wurde. Wir wissen ja, der Vorstand ist gewählt, das war ja schon ausgemacht. Aber heute war noch ein zweites Datum, wir sind darüber gegangen, zum Steinmeier wurde heute vereidigt im Parlament. Ich habe ihn angesprochen, ich war ja drin und habe ihn eingeladen. Er hat von Mut immer gesprochen, wir brauchen Mut, das ist ja seine große Mutrede. Und ich habe ihn nach Stuttgart eingeladen am 8. Mai. Da wird er die Bewegung treffen, die Mut bewiesen haben seit mehreren Jahren. Und hier stehen, das wäre das beste Beispiel, dass er dorthin kommt zum Tag des Kriegsende. Das sind die Bürger an der Bewegung. Er hat gesagt, ich soll ihm schreiben, er überlegt sich's. Also, das war jetzt der Übergang zum neuen Bundespräsidenten, 8. Mai in Stuttgart. Jetzt geht es darum, eine Zusammenfassung zu machen. Was läuft bei der Bahn schief? Wo stehen wir? Wo haben wir unsere Alternativen? Und dazu hatte der Eisenhardt auch eine Pressemitteilung verfasst. Ich denke, er wird uns jetzt einführen in das Thema nochmal, was sind die Essentials, auf was kommt es drauf an und wo müssen wir Druck machen, um den Umstieg zu kriegen zu einer besseren Bahnpolitik. Herzlich willkommen, Eisenhardt. Nun Berliner, liebe Freundinnen und Freunde, der Tag heute hat wirklich, wie Henning gerade sagte, auch mit der Wahl des Bundespräsidenten zu tun und er will Mutmacher sein und ich denke, hier stehen die Mutmacher, das seid ihr, die Mutmacher der Demokratie- und Bürgerbewegung, die Stuttgart 21 als ein großes Murksprojekt nicht länger zulassen wollen. Und zum Zweiten ist dieser Tag gekennzeichnet durch die Sitzung des Bahnaufsichtsrats. Wir wissen aus den Medien, aus dem Internet, dass hier Richard Lutz, nun Vorstands- und Finanzchef in der Bahn für die nächsten 5 Jahre sein soll. Ob er sich dabei einer internen Absprache mit Profalla bedient, die möglicherweise ihm einen Platz warm hält für die Zeit nach der Wahl, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wissen wir auch noch nicht ganz genau, was da heute zu Stuttgart 21, ob das überhaupt ein Thema war. Morgen werden sicher Journalisten bei der Bilanzpressekonferenz den Bahnverantwortlichen auf den Zahn fühlen, was denn mehrheitlich zu Stuttgart 21 beschlossen wurde. Weil in den Medien dazu bisher nichts durchgedrungen ist, müssen wir, meine ich, zunächst mal davon ausgehen, dass weiterhin auch nichts Produktives zustande gekommen ist. Deshalb sage ich, wenn das so wäre, dann sind die Aufsichtsräte nach unserer Überzeugung die nicht die Aufseher, sondern die Wegseher, die Aussitzer auf der Flucht vor der Wahrheit. Das können wir nicht hinnehmen. Ich möchte daran erinnern, es gibt eine gute Aussage von Mahatma Gandhi, die Hingabe an die Wahrheit würde unsere Existenz als Menschen rechtfertigen. Sie müsse der Mittelpunkt all unseres Tuns sein, so gewissermaßen wie der Atem für das Leben. Das heißt, wenn diese Wahrheit keinen Raum in unserem Tun, in unserem praktischen Leben hat, dann entfällt eigentlich eine Rechtfertigung. Und wir im Widerstand, in der Bürgerbewegung, uns verbindet die Wahrheit, die Hingabe an die Wahrheit. Und das macht uns stark. Das ist die Größe unserer Bewegung, dass wir in dieser kreativen Art des Zusammenhalts für die Wahrheit immer wieder auf der Spur sind und denen, die sich davon stehlen, dass wir denen sagen, nein, so geht es nicht. Ich möchte
erinnern auch oder euch sagen, ich habe die letzten Tage mal wieder vom Büro des Aufsichtsrats eine nette Schreiben bekommen, in dem sie sich artig bedanken für die Zuschriften, die sie erhalten haben. Siehe da, sie haben sie erhalten, das ist wichtig, für weitere strafrechtliche Schritte. Und da steht dann drin, sie würden sich mit dem Projekt intensiv befassen und den Fortschritt des Projekts weiter begleiten. Das heißt, wir können uns darauf einen Reim machen, sie wollen den Fortschritt des Projekts bis in den Abgrund hinein weiter begleiten. Und da werden sie bei uns natürlich keine Freunde finden, sondern wir haben dann eine andere Antwort darauf. Und ich freue mich geradezu darauf, hier nun, wenn die Dinge sich so morgen bestätigen sollten, dann auch die Dinge zur Sprache zu bringen und gewichtig herüberzubringen, wie es heute bereits in der Stuttgarter Zeitung von Thomas Durch den Wald beschrieben wurde. Dass es, und das ist euch auch bekannt, es geht um vier Wahrheiten, die uns im Widerstand sehr wesentlich sind und die der Aufsichtsrat offenbar noch nicht so recht begreifen will, vor denen er sich auf der Flucht befindet. Wahrheit Nummer 1. Es ist so, Stuttgart 21 ist ein Milliardengrab und wir wissen alle, das wird sich zwischen 3 und 6 Milliarden Euro bewegen. Und gut, da gibt es einen, man höre hin, für den Richard Lutz, er möge sich auch das als Schachspieler, der er ist, genau vor Augen führen. Es mag wohl einen cleveren Schachzug geben, nämlich die Milliardenklage der Bahn auf Abwälzung der Milliardenkosten auf die Projektpartner. Nur, sie haben da einiges übersehen. Zum einen gibt es ein Gutachten der Kanzlei Freshfields und Kollegen, die da selber für die Bahn schon bestätigt haben, dass hier keine Aussicht auf Erfolg bestehe. Zum Zweiten ist die Forderung gegen die Projektpartner, wenn die Dinge 2009 entstanden sind, wofür wir entsprechende Fakten haben, längst verjährt. Und zum Dritten sind entsprechende Forderungen nach § 707 BGB ohne Rechtsgrund, weil Projektpartner nur freiwillig ihre Anteile zu einem Projekt erhöhen können, aber nicht dazu Kraft Gesetzes verpflichtet werden können. Selbst wenn man aber diese Geschichte als cleveren Schachzug verstehen könnte, wie es die Staatsanwaltschaft manchmal machen, dass sie sagen, ja, da ist ja, haben sie ja nicht in Kauf genommen, dass die Bahn geschädigt würde, denn sie haben ja die Klage angestellt, dass der Schaden von den Projektpartnern reingeholt werde. Selbst wenn das von der Staatsanwaltschaft so nochmals übernommen würde, wie man es bei der Strafanzeige Nummer 1 uns ins Wachs gedrückt hat, bei den hochkarätigen Leuten, denen darf man ja alles, ihre ganze Blödheit unterstellen, die man den kleinen Leuten ersparen würde. Dann reicht das nicht, weil es noch drei weitere zwingende Gründe gibt, um zu sagen, ihr schädigt das Vermögen der Bahn und ihr schädigt die Allgemeinheit. Wahrheit Nummer 2, Anhydrit. Quellfähiges Gestein, das um 60% sich ausdehnt auf 20 Kilometer Tunnelstrecke. Und wir wissen, seit 150 Jahren hat man gerade mal 10 Kilometer im Anhydritgestein geforscht und 60% davon war schadhaft. Nun ist es eine kühne These zu unterstellen, der Herr Professor Wittke, der für die Bahn hier sein Geld verdient, könne auch selber begutachten, dass das alles in Ordnung sei. Zum anderen ist es uns, liebe Freundinnen und Freunde, gelungen, dass wir im März 2016 den Bahnaufsichtsrat veranlassen konnten, durch unsere Gutachten von vier Größler, die seriös waren, in den Auftrag zu erteilen, dass hier nachgeforscht werden müsse, wie es sich mit den Kosten und Risiken verhalte. Wenn nun das Ergebnis unerwünscht ist,
weil ein unüblich hohes Risiko für die Betriebstauglichkeit des Bahnprojekts dadurch entsteht, dann kann man das doch nicht damit wegwischen, dass man sagt, ja, wir haben hier auch noch auf Betreiberseite einen, der daran Geld verdient und der nun dieses Gutachten entkräftet. Dann hätte man das Gutachten gar nicht benötigt. Also ist das ein fadenscheiniges, windiges Argument, das nichts taugt und vor dem man bei Gericht nicht bestehen kann. Deshalb, die Devise kann nur sein, jetzt seid ihr dran, Umstieg jetzt! Umstieg jetzt! Umstieg jetzt! Gut! Umstieg jetzt! Danke! Jetzt Wahrheit Nummer 3. Ich mache hier noch zwei weitere Wahrheiten, dann komme ich zum Ende. Wahrheit Nummer 3 ist der Kapazitätsabbau um 30%. Auch das ist eine von der Bahn, von Herrn Käfer, was die Steigerung der Leistungsfähigkeit betrifft, inzwischen nicht mehr ignorierte Tatsache. Man hat es im Finanzierungsvertrag versprochen, es ist nicht zu erfüllen. Und in allerjüngster Zeit, das steht heute auch in der Stuttgarter Zeitung, die internationale Koryphäe, das hat Christoph Engelhardt ans Licht gefördert, hat jüngst festgestellt, der Stresstest ist ein Murks und taugt zu nichts. Und die Leistungsfähigkeit ist also nicht erreicht. Damit ist Stuttgart 21 ein Projekt, das keinen Nutzen hat, weil es keine Leistungssteigerung hervorruft. Also schädigend für die Bahn ist insgesamt. Damit muss man auch hier sagen, danke, Wahrheit Nummer 4. Wahrheit Nummer 4 ist die sechsfach regelwidrige Gleisneigung im Stuttgarter Tiefbahnhof, 6 Meter Höhenunterschied. Und damit ist eine Verkehrsgefährdung nach § 315a Strafgesetzbuch erreichbar. Wir haben das belegt durch eine amtliche Auskunft des Bundesverkehrsministeriums mit dem Schreiben vom 10. März sämtlichen Aufsichtsräten unter die Nase gerieben, damit es auch im Strafverfahren ihnen zurechenbar ist. Da steht drin, dass im Kölner Bahnhof mit seinen 3,6 bis 6,8 Promille, also nur ein Drittel oder ein Viertel der Bahnsteigneigung, die im Stuttgarter Tiefbahnhof erreicht werden soll, dass da innerhalb von 4 bis 5 Jahren 20 Wegrollvorgänge vorhanden waren mit 8 Verletzten. Man wird also bei einem Mehrfachen, ich komme zum Schluss, bei einem Mehrfachen dessen im Tiefbahnhof immer mit fahrlässigen, zumindest fahrlässigen Körperverletzungen rechnen müssen. Und es würde natürlich auch auf den Bahnsteigen zu Wegrollvorgängen für Kinderwägen, für Behinderte und so weiter kommen. Also gefährlich und Haftungsfolgen, Schäden sind damit vorprogrammiert. Diese alle Fakten werden nun, wenn die Aufsichtsräte davor in die Flucht gehen, werden wir der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorlegen. Und ich sehe gute Erfolgsaussichten, dass die Ermittlungen hier angestellt werden müssen und hier eine neue Situation hervorgerufen wird, die dazu führen muss, dass Stuttgart 21 nicht weitergeführt werden kann. Also, Umstieg jetzt! Umstieg jetzt! Danke! Umstieg jetzt! Bitte!